Smara ist eine Portfoliosoftware. Und der Begriff Portfolio, der wird ganz unterschiedlich genommen und das benutzt und deswegen benutze ich ihn eigentlich ganz gerne immer in Verbindung mit einem zweiten Begriff, nämlich eigentlich auch eine Community-Software. Ich habe gerade zwei verschiedene Dimensionen hier mit drin. Wenn man mal versucht, diesen Begriff Portfolio ein bisschen nachzugehen, dann kommt man ganz schnell an diese Begriffsverwendung im Künstlerischen. Das ist meine Portfolio-Mappe. Das ist vielleicht auch einfach der am längsten und tradierteste Prozess. Und wenn man in den Lernkontext hineingeht, dann gibt es Lernplattformen, die sagen, wir haben auch Portfolios. Und dann gibt es Plattformen, die sagen, und was ist das Portfolio? Das Portfolio ist Zusammenstellung meiner Noten. Als Teilnehmer, als Schüler, als Student. Und da sehe ich im Überblick alle meine Noten und das ist mein Portfolio. Und andere sagen hin, das ist an der Stelle die meine eingereichten Lösungen, meine eingereichten Aufgaben, vielleicht auch meine Forenbeiträge. Das ist mein Portfolio. Und hier geht Mahara ein ganzes Stückchen weiter. Und das führt so ein bisschen auch dazu, dass die Mahara Granny, die ein oder anderen wissen, wer Siggi Jakob Kühn ist, eine Lehrerin aus Heidelberg-Mannheim da der Ecke, der an der Berufskolleg gearbeitet hat und eigentlich deutsche Pionierin in Sachen Mahara war. Und Siggi hat immer eine Unterscheidung eingefügt, die ich sehr prägnant finde. Die Lernplattformen, hat sie gesagt, die Lernplattformen sind das Spielfeld der Lehrenden. Da definieren die Lehrenden in der Regel den Prozess, die Möglichkeiten und die Handlungswege für die Teilnehmer. Das heißt, das ist so ein bisschen top-down, von oben nach unten, Lehrer an Schüler in der Strukturierung. Mahara ist das ganze Gegenteil. Mahara ist eigentlich das Eigentum eines Schülers, eines Studenten, eines Teilnehmers, der sagt, da definiere ich, da habe ich meinen Raum, da habe ich meinen Space, in dem ich etwas auf den Weg bringen kann, in dem ich mir etwas vorbereiten kann, das mit anderen teilen kann, das mit anderen diskutieren, dann vielleicht auch veröffentlichen oder aber mit anderen etwas initiieren. Und da kommen diese beiden Funktionen, Portfolio als etwas, wo ich etwas sammle und Community, wo ich mich mit anderen austausche, aber es selber in der Hand habe, sehr schön zusammen. Und wenn wir das mal hier so angucken, was wir da in der Grafik haben, das eine ist, ich kann als Nutzer von Mahara für mich Material sammeln, dieses Material sammeln und aufbereiten. Und dann kann ich sagen, ja, das Aufbereiten ist das Organisieren und ich habe etwas, was ich zur Schau stellen kann. Entweder für mich selber, als Erinnerungsstütze, als Lernprozessbegleitung, als permanente Geschichte, auf die ich immer wieder, vielleicht sogar lebenslang zurückgreifen kann und sagen, ich sehe meinen Entwicklungsprozess. Ich kann dann aber das Ganze auch vernetzen mit anderen und kann hingehen und sagen, ich bitte andere, mir mal Feedback zu geben. Irgendetwas, was ich zusammengestellt habe, gebe ich jemandem anderen und sage, hör mal, guck mal da drüber, sag mal, was du davon hältst, was da dran dir gefällt, wo du an der Stelle Verbesserungsmöglichkeiten siehst. Oder aber ich kann auch hingehen und sagen, im Rahmen eines Bewerbungsprozesses stelle ich Teile von dem, was ich da zusammengestellt habe, für jemand anderen zur Verfügung und sage, hör mal, ich habe hier die Bewerbung geschickt und guck mal, das ist eine Arbeitsprobe von mir, das habe ich gemacht, das ist ein Projektbericht von einer Geschichte und das wird lebendig und lebendiger, als wenn ich das irgendwie auf 5 PDF-Seiten zusammengefasst habe. Und du kannst auch sehen, was andere mir da als Rückmeldung, als Feedback gegeben haben. Oder du kannst mir da Feedback geben und das kann jemand ganz außenstehender sein. Der muss gar nicht in dieser Plattform Zugriff haben. Den gebe ich eine geheime URL und gebe dem einfach für die nächsten 14 Tage Zugriff da drauf. Und dann gibt es noch mal eine ganz wichtige Funktion und es gibt tatsächlich Mahara-Anwendungen, die sagen, das ist eigentlich der Kern für uns. Hier hat jeder die Möglichkeit, selber eine Gruppe zu bilden, in dieser Gruppe andere einzuladen oder einfach nur, weil die Gruppe da ist, zu sagen, da passiert das und das und andere fühlen sich eingeladen und sagen, ich möchte gern dabei sein. Und in dem findet Austausch statt, in dem kann auch kollaborativ Erstellen von Portfolios machen. Jetzt ist, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt,
in den letzten 1,5 Jahren, zumindest im deutschsprachigen Bereich, der Anspruch und die Erwartung an kollaboratives Arbeiten hat sich sehr stark gewandelt. Und zum Teil wird heute darüber gesprochen, ja, ich möchte kollaborativ an einer Präsentation arbeiten, und zwar 5 Leute, die gleichzeitig arbeiten. Das ist vor 1,5 Jahren ganz Außenseiterthema gewesen. Was hier im Brei passiert, ist, dass es zeitversetzt passiert und damit jeder auch zu jeder Zeit damit dazugreifen kann. Ich versuche mal so ein bisschen diese Geschichten noch mal etwas transparenter zu machen. Der Schreibtisch, an dem ich hier sitze, sind diese Bilder auch entstanden in Berlin. Was ist das eigentlich? Portfolios sind sowas wie Sammelmappen, und wir gucken einfach mal, wie das eigentlich außerhalb des Elektronischen so typischerweise passiert. Denn das alles kann ich jetzt auch in Mahara machen. Das heißt, ich habe irgendwo ein Fotoalbum, ich habe irgendwo Bilder, die ich in eine Mappe getan habe. Und habe all diese Geschichten vielleicht jetzt in irgendeiner Weise auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe irgendwo den besagten oder den viel zitierten Schuhkarton, wo ich alles mögliche Zeugs einfach mal rein tue. Da links dieser Karton, das ist mein Portfolio, wo ich erstmal eigentlich alles Mögliche an Zeugs einfach reinschmeißen kann. Und dann nehme ich hier irgendwelche Bilder, die ich habe, oder ich habe irgendwelche Dateien mit Texten da, und packe mir die in mein Mahara, in mein Portfolio, und einfach unsortiert kommt das ganze Zeug da rein. Ich lege das dort erstmal ab. Ich weiß vielleicht noch gar nicht, was ich damit machen will, aber vielleicht kommt mir später eine Idee und ich will diese Geschichten arrangieren. Und das Zeug kommt einfach erstmal unsortiert dazu rein. Da gibt es Dateiablagemöglichkeiten, da gibt es Möglichkeiten, Biografie-Elemente mit hineinzulegen. Das gehört auch dazu. Und das könnte jetzt an der Stelle sein, ihr seht es hier links unten, das ist mein ganz alter Lebenslauf von mir, der ist schon 15 Jahre oder noch älter, na, der ist noch viel älter ist, ja, wo ich den mal erstellt habe. Und den kann ich ebenfalls als Biografie hinterlegen. Also all meine Stationen, die ich gemacht habe, vielleicht auch Erfahrungen, die ich dort hinterlegt habe, Ziele, die ich habe, Jobziele, berufliche Ziele, private Ziele oder sonst etwas. Ich kann dort hinterlegen, ein Anschreiben, was ich für eine Bewerbung benutzen möchte, oder auch verschiedene, weil ich sie zu verschiedenen Zwecken benutze, aus meinem Blog. Ich kann im Mahara einen Blog führen. Also jetzt nicht mit CK, sondern mit G, als ein Notizbuch. Erstmal vielleicht nur für mich. Und kann sagen, da mache ich Einträge dabei, Zwischennotizen und solchen Geschichten. Dann habe ich irgendwo praktisch was gemacht, Erfahrungen gesammelt, habe das ausgewertet und habe das auf einer Seite mal hinterlegt, einen Praxisprojektbericht. Oder ich habe als Schüler oder als Studenten Praktikum irgendwo gemacht, und da ist nicht nur die Information, und ich habe ein Praktikum gemacht, ich war bei der Institution X oder Y und habe da als Praktikant gearbeitet, sondern ich zeige vielleicht auch, was habe ich da gemacht, in welchem Umfeld habe ich gemacht, ein Foto, Videos sehe ich reingeschrieben, kurze Texte, die ich dort reinstelle, Feedback von meinem auch Praktikumsbegleiterin oder Ähnlichem, und stelle das einfach rein. Ich weiß noch nicht, wie ich es benutzen möchte, aber ich kann das als ganze Geschichte einfach mal für mich arrangieren. So, und all diese Geschichte stehen erstmal dort in meinem Portfolio, und das ist das Wichtige, solange die von mir nicht in irgendeiner Weise arrangiert und zusammengefügt sind, ist es meins. Da hat kein anderer einen Zugriff drauf. Es ist unfertiges Zeug. Und da muss auch nicht jemand anders drauf Zugriff haben. Das ist meine Sachen, und ich entscheide später, je nachdem, in welchem Zweck ich es benutze, wem mache ich eigentlich was sichtbar. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken, ich habe mal so ein paar Screenshots hier reingetan. Ich habe hier einen Blog geführt, und ich habe irgendwann zwischendurch mal selber tatsächlich, das ist tatsächlich mein Blog, den ich da ja vor fast 10 Jahren schon mal gemacht habe, zu sagen, Mahara übersetzen, und habe mir zwischendurch immer mal wieder Notizen dort hinterlegt und Einträge gemacht und auch so ein Stück weit reflektiert, was ist eigentlich dieser Übersetzungsprozess für mich?
weil ich gesagt habe, okay, dieses Übersetzen hat für mich persönlich so einen Stellenwert, dass ich damit auch lerne, was sind denn eigentlich Funktionen bei einer Software. Man sieht damit Sachen, die man sonst über die Oberfläche gar nicht so schnell sieht. Und das ist ein ganz spannender Erlebnisprozess, den ich da habe. Und habe das mal so als kleine einzelne Facetten, ohne vorher zu wissen, wozu möchte ich das denn eigentlich verwenden, mal hinterlegt. Das können mal zwei Zeilen sein, das kann auch mal ein drei Absätze sein oder was Ähnliches und habe das in einem Blog hinterlegt. Nutzer können diesen Blog mit Schlagworten versehen. Diese Schlagworte helfen nachher sehr schön beim Suchen, weil ich kann letztendlich über alle Elemente suchen und die Schlagworte und finde dann übergreifend Sachen, die vielleicht zusammenhängen. Gerade wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, ist das eine ganz spannende Geschichte, ist so mein persönliches Erleben und meine persönliche Erfahrung mit da dabei. In Mahara kann ich nicht nur einen Blog führen, sondern ich kann mehrere Blogs führen, wenn ich das zugelassen habe, als Administrator in solch einem System. Und ich kann halt sagen, das ist veröffentlicht oder diese Veröffentlichung wird zurückgenommen. Ich kann später auch mit diesen Tags anders nochmal arbeiten, dass ich sage, ich stelle irgendwas zusammen, aber da möchte ich nicht alles aus meinem Blog bereitstellen, sondern nur Sachen, wo ein bestimmtes Stichwort mit auftaucht und dann holt er dynamisch diese Inhalte auch nochmal da hinzu. Jetzt gibt es zwei wichtige Begriffe, wenn ich anfange, das Ganze aufzubereiten, nämlich Ansichten und Sammlungen. Wir haben gerade in, ich habe das gerade verbockt, nein, angerichtet, dass wir den Begriff Ansichten geändert haben in Seiten. Im Englischen hieß das schon immer Pages und in ganz früher Zeit ist die erste Übersetzung in Deutsche mit Ansichten gemacht worden. Und nach vielen Diskussionen über lange Zeitraum hat sich dann durchgesetzt, naja, eigentlich wäre es doch wichtiger, das in Deutschland auch als Seiten zu bezeichnen. Das sind im Grunde einzelne Webseiten, die ich dann zusammenpacken kann in einer Sammlung. Das heißt, eine Sammlung ist ein Arrangement von mehreren Ansichten oder Seiten. Und so eine Seite kann ich mir einfach so vorstellen, dass ich sage, ich habe eine Bildschirmseite, die kann endlos lang sein und ich kann die gliedern. Ich kann die gliedern in verschiedene Blöcke, einspaltig, zweispaltig, dreispaltig. Und dann kann ich sagen, ich habe zeilenweise untereinander mal einen Einspalter, mal einen Zweispalter, dann einen Dreispalter, wieder einen Einspalter und so etwas. Ich kann mir diese Seite zusammenbauen und kann in diese Blockelemente immer alle verschiedenen Inhalte mit reinpacken. Da kann ich jetzt Sachen direkt drin schreiben oder Sachen aus meinem Portfolio reinpacken und die dann anzeigen lassen. Und die können dadurch, dass sie dynamisch verknüpft sind, auch dynamisch bleiben, dass zum Beispiel aus einem Blog immer wieder aktuelle Sachen mit aufgenommen werden. Ich kann auch externe Sachen mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr sagt, zu meinem Thema habe ich was auf YouTube oder in anderen Plattformen, dann kann ich das hier einbetten. Das heißt, es müssen nicht statische Inhalte sein, das kann auch dynamisch sein. Es kann ein unterschiedliches Layout mit dabei sein. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich habe verschiedene solcher Ansichten oder Seiten erstellt, habe das Praxisprojekt, habe den Praktikumsbericht oder und die habe ich hier jetzt fertig vorbereitet. Und dann kann ich hingehen und sagen, ja, die arrangiere ich in einer bestimmten Reihenfolge. Dass ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel meine Bewerbung, mein Anschreiben, meinen Lebenslauf, mein Praxisprojekt und Praktikumsbericht, die kommen hintereinander. Und wenn sie so jetzt hintereinander kommen, arrangiere ich sie in der Reihenfolge und dann packe ich sie in eine Sammlung. Das heißt, ich tue sie in eine Mappe. Ich tue sie in einen Ordner und dieser Ordner nennt sich dann einfach Sammlung und dort habe ich diese verschiedenen Elemente zusammengepackt und kann dann das zur Verfügung stellen. Und jetzt kommen wir zum Veröffentlichen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich kann jemanden in der Plattform, Oberfläche sieht heute leicht ein bisschen anders aus. Ich kann sie in der Plattform sagen, ich möchte für einen bestimmten Zeitraum sie öffentlich zur Verfügung stellen. Ich möchte eine geheime URL geben, die ich nur mit einer Mail verschicke oder jemanden zuflüstere und sagen, okay, das ist für einen bestimmten Zeitraum dort zur Verfügung gestellt. Und dann kann ich
überall auf diesen ganzen Elementen auch einen Feedback-Teil mit dazu packen. Sich also sagen, bitte, liebe Leute, gebt mir doch hierzu mal eine Rückmeldung. Und dann kann ich sagen, ja, dieses Feedback möchte ich, dass das veröffentlicht werden, weil da sind ganz tolle Rückmeldungen, die möchte ich auch anderen mit zur Verfügung stellen. Oder ich kann auch sagen, die bleiben erstmal unveröffentlicht. Ne? Solche Geschichten kann ich hier mit hinterlegen. So. Der zweite Teil davon ist jetzt der einer Community, das heißt der Möglichkeit, Gruppen zu bilden und in diesen Gruppen gemeinsam etwas zu machen. Das heißt, ich kann als Mitglied von meiner Mahara-Installation, als Nutzer dabei, kann ich selber sagen, ich lege eine Gruppe an und ich möchte die mit 2, 3, 50 oder 500 Leuten gemeinsam haben. Ich kann die offen haben oder nur auf Einladung oder ähnliches. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe eine Beschreibung mit dabei, kann bestimmte Sachen, die aktuell sind, sichtbar machen. Und dann kann ich, wir sehen das jetzt ja oben, auch die Mitgliederliste ist in der Regel sichtbar. Ich kann Foren anlegen mit Themen. Ich kann Seiten und Sammlungen hinterlegen, auch als Vorlagen, in denen dann in der Gruppe gemeinsam gearbeitet wird. Und für eine Gruppe gibt es auch eine gemeinsame Dateiablage, wo Dateien liegen, auf die alle Gruppenmitglieder gemeinsam zugreifen kann. Und da wird es jetzt ganz spannend, was ist eigentlich solch ein Anlass oder solch eine Situation? Wir diskutieren gerade mit einer Hochschulen Einsatz von Mahara, in dem die Idee ist, dass man sagt, aus einem Moodle-Kurs, also der Moodle-Kurs ist der Standard-Lernort der Lehrveranstaltung, aus dem Moodle-Kurs heraus kann jeder Nutzer selber eine Gruppe in Mahara anlegen und alle, die mit ihm im gleichen Kurs sind, können dann darauf zugreifen und dort etwas gemeinsam machen. Und das sind so ganz spannende Ideen, wie man damit eine Lehrveranstaltung stärker dynamisieren kann. No? Und dann haben wir die Forendiskussionsmöglichkeiten. Alle diejenigen, die irgendwo mit Moodle schon arbeiten, kennen Foren. Das ist recht ähnlich. Gibt es kleine Unterscheidungen, aber vom Grundprinzip ist das sehr ähnlich. Ne, ich habe die Darstellung der einzelnen Beiträge auch so eingerückt, damit ich sehen kann, wer beantwortet eigentlich worauf und habe diese Geschichten bereitgestellt. Und jetzt habe ich genauso die Ansichten, Seiten hier zur Verfügung, in denen dann bestimmte Inhalte aufbereitet sind oder halt auch die Dateiablage. Bevor ich ein paar Sachen einfach nochmal live zeige, kurzen Blick und Christina, du hast den Chat im Blick. Haben wir von dort aus gerade Fragen, auf die wir eingehen können? Oder möchte auch allen anderen gerade gut die Möglichkeit bieten, mal dazwischen zu funken mit ihren Szenarien, wie es bei euch genutzt wird? Ich sehe jetzt hier Leute aus dem Hochschulbereich, aus dem öffentlichen Bereich, aus dem Schulsektor. So ein paar der Namen kenne ich ja. Wie wird bei euch Mara genutzt und was macht ihr damit? You are now unmuted. Ralf, eine Frage von Andrea kam. OneNote läuft Mahara zusehends den Rang ab. Viele ziehen das vor, weil einfacher. Mahara ist immer noch, wenn nicht permanent in Gebrauch, schwierig für viele. Wie leistet ihr Überzeugungsarbeit dafür? Das wäre Ich jetzt. frage dich erstmal, wie ist denn deine Wahrnehmung, weil du hast ja so international auch die Rückmeldung und mit ganz vielen internationalen Anwendern. Wie siehst denn du das? OneNote wird definitiv von manchen Institutionen verwendet. Es gibt aber immer auch noch welche, die ein spezielles E-Portfolio-System haben wollen, weil das dann doch flexibler ist, insbesondere im Hinblick auf die Berechtigungen. Und es kommt da sehr häufig auf
die Philosophie von der Institution drauf an. Wenn jetzt eine Institution halt sehr auf Google oder Microsoft setzt, dann ist es häufig schwieriger, dann ein anderes Produkt mit reinzunehmen. Wohingegen, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir wollen da mehr Datenschutz haben oder wir wollen selber auch entscheiden können, wie wir die ganze Plattform gestalten, Einbindung an Moodle haben insbesondere oder ein anderes Lernmanagementsystem, einfacheres Assessment oder Beurteilung, dann bietet sich Mahara doch immer noch sehr stark an, denn OneNote kann da vieles, soweit ich das weiß, noch nicht in der Hinsicht. Wie sehen es die anderen? Also ich gebe das mal wirklich in die Runde an alle. Ihr könnt auch euer You are Mikrofon now muted. aktivieren. Also ich finde diese Rückmeldung auch selber spannend, weil ich habe keine praktische Erfahrung in der Arbeit mit OneNote im Unterricht. Von daher seid ihr mir da voraus, wo ihr das so seht. So, die Rückmeldung, die ich so gelegentlich aus den Diskussionen sehe, wenn wir uns die Microsoft-Tools angucken, dass die auf den ersten Blick sehr einfach sind. In dem Moment, in dem man aber anfangen will, komplexe Szenarien umzusetzen, dann wird es auch dort komplexer. Und was ich auch beobachte, ist, dass Microsoft in diesem ganzen Umfeld Teams in letzter Zeit immer mehr Funktionen mit hineinkommt. Und je mehr Funktionen mit da reinkommen und dazukommen, umso anspruchsvoller wird es auch. Das, was sicherlich Mara hier mitbringt, ist auf dieser individuellen Gestaltungsebene mehr Freiheit und mehr Möglichkeiten für die Teilnehmer auch. Ihr habt ja so ein bisschen jetzt im Chat mitgelesen. Und dann würde ich zwischendurch mal rübergehen und sagen, ich wechsle mal dazu, denjenigen, die für sie es ganz neu ist, so ein paar Beispiele zu zeigen und gehe mal aus der Präsentationssicht raus und schalte mal meinen Bildschirm. Genau. Also ich habe mich mal jetzt eingeloggt parallel hier in zwei Plattformen. Auf der einen Seite mahara.de, auf der anderen Seite mahara.org. Mahara.org ist von euch in Neuseeland international die Community. Das ist jetzt noch nicht die neueste Version, was ihr hier gerade seht auf mahara.de, aber wir sehen hier diesen Bereich erstellen, teilen der Bereiche und aktivieren als diese drei ganz zentralen Elemente. Und die Nutzer haben hier oben jetzt genau diese Möglichkeiten auch zu sagen, okay, ich gehe von meinem Dashboard, wo wir gerade sind, auf Erstellen, auf Teilen, auf aktiv etwas gemeinsam machen. Und ich gehe mal in den Bereich des Erstellens, wo ich jetzt diese verschiedenen Funktionen, die wir überwiegend auch hier schon sehen und gehört haben, dass ich sagen kann, okay, ich kann meinen Blog hier anlegen, ich kann meine Ansichten und Sammlungen bearbeiten und Sachen der Stelle, okay, ich möchte jetzt eine hinzufügen und möchte eine Ansicht hinzufügen. Da muss man sagen, Mara hat in den letzten Jahren ganz viel daran getan, diese Sachen auch nochmal zu vereinfachen. Aber man muss natürlich immer in so einer Software sich auch in eine bestimmte Logik mit reinarbeiten und sagen, okay, wie tickt die denn eigentlich? Und sagen, okay, das sind jetzt hier erweiterte Einstellungen, die ich noch mitmachen kann. Ich kann an der Stelle aber auch hingehen und meine Oberfläche grafisch anpassen. Also diejenigen, die sich, ich sage es mal ein bisschen bitterbös, künstlerisch austoben wollen, haben auch hier nochmal Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und zu machen. Ich speichere das mal gerade ab. Und dann kann ich jetzt, ich habe hier die Ansichtsgeschichten, dann kann ich sagen, okay, ich kann die Einstellung nochmal zurück und ich möchte über das Plus einfach sagen, ich möchte jetzt hier etwas hineinzunehmen und das sind Blöcke, möchte die, später kann ich sagen, oben oder unten einfügen und sagen, die möchte ich hinzufügen und bekomme jetzt eine Auswahl von verschiedenen Content-Typen, wo ich sagen kann, okay, ich möchte hier Text einfügen, ich möchte hier ein Bild einfügen, Dateien anfügen,
anderen zur Verfügung stellen, die ich vorher hochgeladen habe. Oder ich kann andere Formen auch mit hier reinnehmen. Und ihr seht, hier sind eine ganze Menge von verschiedenen Funktionen. Und das ist so jetzt eigentlich, wie ich finde, sehr schön arrangiert, weil wichtige, häufig genutzte Sachen habe ich oben. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann immer noch mal weitere Funktionen, so sie denn freigegeben sind, hier in der Plattform hineinnehmen. Dann sage ich, okay, ich habe einen Text und sage, mein erster Text. Und dann habe ich hier den Inhalt dazu, den ich hier einstelle. Ich kann das formatieren, damit kann ich das machen. Ich kann auch Sachen erstmal noch mal in den Draft-Modus, in den Entwurfsmodus stellen und sagen, nee, oder ich möchte das direkt damit drin haben. Ich kann sagen, das ist aufklappbar und zuklappbar. Und damit habe ich mein erstes Element hier eigentlich schon arrangiert. Und jetzt kann ich weitere Elemente hier dazufügen und kann die jetzt auch hier dann anschließend nebeneinander stellen und ähnliches. Das heißt, kann ich gestalten. Wie sieht sowas aus, wenn es fertig ist? Und ich gehe mal gerade hier, Moment, hier drauf. Ich nehme mal ein paar Sammlungen, die mir mal hier zur Verfügung gestellt worden sind. Sigi Jakob Kühn hatte ich eben schon mal gemacht. Das sind tatsächlich jetzt etwas ältere Sachen von ihr, ne, wo sie einfach Sachen so jetzt aufbereitet hat. Ihr seht, mit diesen Blockelementen und etwas kann ich hier jetzt spannend eigentlich auch diese Seite gestalten und kann, wir sind in einer Sammlung, deswegen kann ich von einer Ansicht zur anderen springen, in der jetzt von ihr hier Inhalte hinterlegt sind. Das heißt, hat sie unterschiedlich diese Sachen auch arrangiert, unterschiedliche Formen von Elementen hinterlegt, sodass das hier aufgerufen werden kann. Ich würde ganz gerne, Wolfgang, kann ich die eine Sammlung von dir zeigen? Kurze Frage an dich. Ja, du meinst mich, ja, Schindler? Ja. Grüß dich. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja nur ein Demo-Teil. Genau. Kannst du gerne machen, ja? Kein Problem. Weil du hattest mir die freigeschaltet, aber haben wir nie drüber gesprochen. Ne? Du hast mir auch, Licht ist jetzt hier hinterlegt, weil ist mir freigegeben worden. Ja, nee, ist in Ordnung. Alles klar, ne? Also seht ihr, man kann mit Farben arbeiten und damit solche Geschichten aufladen. Und da wird in unterschiedlichen Feldern auch tatsächlich jetzt ganz unterschiedlich mitgearbeitet und ihr kriegt so eine erste Vorstellung. Da muss man wirklich mal mit spielen und arrangieren und gucken, was kommt denn da? Und da ist es dann gegebenenfalls auch wichtig zu sagen, okay, ich gebe hier mal bei jemand anderem einen Kommentar drin, das hat mir gefallen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man in die Richtung das noch weiterentwickelt. Oder darüber würde ich mich freuen. Ja. Über den Kommentar. Genau. Ich zeige mal ein anderes Beispiel von mir. Ich hatte vorhin schon mal kurz so erwähnt, diese Geschichte Übersetzung. Und ich hatte mal das genutzt, um so eine Anleitung zu machen, wie macht man eigentlich die oberflächlichen Übersetzungen für Mahara. Und habe die dann auch auf einer Seite erstellt. Das ist jetzt auf der Mahara.org-Plattform hinterlegt, ist da auch für andere verfügbar. Das heißt, hier sind Verlinkungen auf die Handbuchgeschichten, die übersetzten Versionen dabei, ne, bestimmte Grundlagen, die hier hinterlegt sind. Und dann habe ich hier so ein How-to letztendlich hinterlegt, eine Anleitung, wie kann man das hier machen, mit Screenshots zwischendurch, wo Elemente gekennzeichnet sind und damit anderen zu machen. Dann Tipps, das heißt, ich habe einen separaten Textblock hier hinterlegt, wie ich da vorgehe, was so Ideen und Anregungen dazu sind, wenn man so etwas macht. Diese Übersetzungsarbeit ist manchmal so ein bisschen einsame Arbeit und dann kommt irgendwann auch solche Geschichten nochmal daraus, dass man so etwas überträgt. Ich gehe mal hier auf Mahara.org. Es ist eine Plattform, wo ihr ja auch alle euch einen Nutzer-Account anlegen könnt und dann einfach auch mit anderen hineinkommt. Ich bin hier mit meinem persönlichen Account mit drin. Ihr seht dann hier auch die Community-bezogenen Informationen über ein Menü. Aber das, was natürlich jetzt hier spannend ist, in meine Gruppen hineinzugehen, einfach mal, und ich greife mal die Mahara-Community auf. Das ist jetzt die internationale
Und ihr seht hier oben wieder diese Struktur. Ne? Das ist die Eingangsseite, die Startseite. Wer sind die Mitglieder hier? Die Forenbereiche, die Seiten und Sammlungen, die Blogs, die da angelegt sind. Also auch Blogs für Gruppen möglich. Dateiablage und Pläne. Pläne habe ich noch nicht gemacht, angesprochen. Pläne ist eine Funktion, wo sowas wie To-Do-Listen hinterlegt werden, die ja noch jeder Nutzer für sich abhaken kann und damit vorantreiben kann. So, das heißt, ich würde mal jetzt hier so mit meiner Einführung starten und an Christina mal die Frage, ich habe bestimmt ein paar Sachen ausgelassen, wo du sagst, die sollte man nochmal ansprechen, die so Standardfunktionalitäten in Mahara sind, die in bestimmten Szenarien auch eine große Bedeutung haben. Bist du da? Ja, ich musste erstmal alles finden hier mit zwei Computern. Ich würde gerne eigentlich mal an die Runde zurückgeben, denn es findet ja eine lebhafte Diskussion hier im Chat statt zu bestimmten Dingen. Und da wäre es, denke ich mal, ganz gut, da zu schauen, was da insbesondere an Interesse ist. Also wir hatten jetzt eine Anfrage gehabt mit dem Journal, dem Blog, wenn das dann freigegeben werden muss, wie sollte das dann aber sein, denn Blog sollte ja immer öffentlich sein. Und da ist es so, dass in Mahara ja Ansichten freigegeben werden können, die können ja alle öffentlich gemacht werden. Und wenn eben ein Blog zum Beispiel das einzige auf einer Ansicht ist, dann wäre das ja wie ein Blog zu veröffentlichen. Es kommen dann auch neue Beiträge automatisch hinzu. Das muss dann nicht immer mehr der Seite angefügt werden. Und wenn ein Blog in einer öffentlichen Ansicht drin ist, dann gibt es auch den RSS-Feed dazu. Ich ergänze nochmal, ein Blog muss ja nicht öffentlich sein. Also ich finde im pädagogischen Zusammenhang ein Blog als ein Lerntagebuch erstmal etwas, was dem Einzelnen gehört und wo ich dann selektiv es veröffentliche. Längst nicht alles, was ich in ein Tagebuch reinschreibe, würde ich woanders machen. Das heißt, auch wenn der Begriff Blog da ist, ist er für mich nicht unbedingt etwas, was automatisch mit Veröffentlichen zu tun hat. Es kann irgendwann zu einer Veröffentlichung führen, aber es können auch Dinge sein, wo ich sage, nee, die gehören nicht woanders hin. Sabrina, du hast gerade die Hand gehoben und leg mal los. Mach mal den Mikrofon an und ja, und zwar ist so ein bisschen meine Frage, ich habe totale Schwierigkeiten, irgendwie, ich habe das in Moodle angebunden, Mahara, und ich habe dadurch ja die Möglichkeit, dass in Moodle ganz oft steht, in mein Portfolio übernehmen. Ja, dass ich also Sachen aus Moodle in das Portfolio, aber die landen bei mir, also irgendwie kriege ich das nicht hin, dass ich die dann auch in meine Ansichten oder in meine Sammlungen reinbringe. Vielleicht, dass ihr das mal zeigen könntet. Christina, hast du gerade ein Beispiel, wo du landen und... Da brauche ich ein paar Minuten. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also die Elemente landen letztendlich in der Sammlung deines Geschichten und du kannst dann von dort sie ausgreifen. Wenn du jetzt ein einzelnes Textelement hast, zum Beispiel einen Forenbeitrag, dann ist das natürlich jetzt hier auch ein Textschnipsel erstmal. Ne? Und dann kannst du den anschließend mit einbinden. Das landet ja alles erstmal in den Dateien. Genau. Andreas, kannst du einfach nochmal sagen, wo es genau landet? Es landet in den Dateien, je nachdem, was es für ein Artefakt gewesen ist, der vom Moodle nach Mahara übertragen wird, bei Files, ja genau. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, sendet Files oder irgendwie sowas, so in der Art. Also die Inhalte landen dort, je nachdem, was es in Moodle gewesen ist. Ja.
Also es ist tatsächlich aber so, dass ganz wenige diese Funktion im Moodle ins Portfolio überhaupt nutzen. Und ihr merkt es daran, das sind so Funktionen, wo man dann im Zweifel auch erst noch mal ganz kurz nachgucken muss. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine sinnvolle Option, dass ich damit die Sachen mir aneigne, für mich übernehme, weil sie ansonsten manchmal auch, wenn nach dem Schuljahr oder nach dem Semester ein Kurs geschlossen ist, dann für mich weg sind. Und dann habe ich damit eine Möglichkeit, auch für mich Sachen zu übernehmen. Sabrina, eine Frage zu dem, habt ihr Moodle an Mahara mit LTE angebunden oder über Mnet? Haha, gute Frage. Denn die... Ich weiß es nicht. Denn das Senden von Forenbeiträgen, Glossarbeiträgen und dergleichen von Moodle nach Mahara gibt es nur bei Mnet. Das ist aber ein älteres Verbindungsprotokoll zwischen Moodle und Mahara. Und für LTE haben wir uns entschieden gehabt, erst einmal nur zu schauen, dass wir die Verbindung eben von Mahara nach Moodle hinbekommen, um die Assignment Submission gewährleisten zu können. Denn viele nutzen doch nicht die Verbindung von Moodle nach Mahara, um Forenbeiträge und dergleichen zu schicken. Denn die können ja auch recht einfach mit kopiert werden. Ja, die Idee bei uns, also man kann das bei uns auf jeden Fall schicken, dann haben wir wohl diese ältere Anbindung. Mhm. Ja. Bei uns war eigentlich die Idee, dass sozusagen, dass man eine Art Lerntagebuch eigentlich in Mahara führt und dass man da aus den Kursen halt auch die Materialien, die man in den Moodle-Kursen erstellt hat oder die in den Moodle-Kursen gearbeitet worden sind, dass man die halt in sein Lernen... okay, ich höre gerade, wir haben diese Schnittstelle im Chat, ich habe es gesehen. Dass wir sozusagen, dass die Schüler halt ein Lerntagebuch haben, in dem sie halt aus verschiedenen Moodle-Kursen ihre eigenen Produkte sammeln können. Und das war so die Idee und irgendwie kriege ich das nicht vernünftig hin. Mhm. Das müsste dann bei euch direkt auf der Plattform mal nachgeschaut werden. Ich schicke, wenn ich jetzt aufgehört habe zu reden, den Link zu, wo die Anleitung steht, wie man oder was man in Moodle da einrichten muss, um das gewährleisten zu können. Und da ist es ganz wichtig, aber dass nicht alles nach Mahara geschickt werden kann. Also jetzt, wenn ihr zum Beispiel Dateien hochladet, die als Dateien den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, dann können die Schüler diese nicht in ihre Portfolios hineinnehmen. Sie können das nur machen mit Dateien, die sie selbst hochgeladen haben in dem Assignment, in der Assignment-Aktivität. Oder eben, wenn es ihre eigenen Forenbeiträge sind oder auch eigene Glossarbeiträge. Also das hatte funktioniert. Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr so aktiv, wir arbeiten nicht mehr an der Mnet-Verbindung weiter, sondern schauen, dass wir mehr LTI-Funktionalitäten reinbekommen. Von daher habe ich jetzt auch erstmal nicht auf den letzten zwei Versionen von Moodle geguckt, inwieweit dieser Portfolio-Transfer, Portfolio-Aktivität-Transfer noch möglich ist, da Moodle manchmal auch bestimmte Dinge abschalten kann. Das beeinflussen wir ja nicht. Es gibt etwas, Christina, was du gerade angesprochen hast. Du hast von Assignment Submission gesprochen, also Aufgabeneinreichungen. Es gibt auf der einen Seite, wenn ich Gruppen anlege, die Möglichkeit, stärker klassische Lehr- und Unterrichtsszenarien abzubilden. Also wenn ich mit den Gruppen anfange, dann habe ich dort die Möglichkeit, sogenannte restriktive Gruppen, sagen wir es, glaube ich, im Deutschen übersetzt zu machen, wo ich sage, wo der ein Lehrender oder eine Person sagen kann, okay, ich bestimme explizit, wer hier in diese Gruppe aufgenommen wird und auch die Möglichkeit für die Teilnehmer dann nicht gegeben ist, sich wieder aus der Gruppe auszutragen. Und wir haben dort die Möglichkeit, dass quasi
Dinge, die Teilnehmende entwickelt haben, eingereicht werden, um damit ein Feedback und eine Bewertung zu machen. Ist das ein Weg, dass Mahara so ein Stück weit auch in die Richtung geht, eher klassische lernplattformorientierte Funktionen mit hineinzunehmen und aufzunehmen? Oder was ist die Idee dahinter? Also wir haben jetzt nicht vor, eine Lernplattform zu ersetzen. Was wir mit den Gruppen, aber die, wo wir aber mit den Gruppen die Möglichkeit haben, ist, dass wir auch schon Evaluationen und Assessments vornehmen können, die jetzt auf ein Portfolio basiert sind. Und daher gibt es eben die Einreichungen in Mahara in den Gruppen. Es wird hoffentlich in Zukunft irgendwann auch die Möglichkeit geben, dass man Gruppenportfolios erstellen kann und diese dann in Moodle oder einer anderen Lernplattform einreichen kann als Gruppe, als Gruppenaktivität, aber eben immer noch alles darauf basierend, dass es Portfolios sind, die eingereicht werden, statt jetzt halt zu sagen, okay, wir fügen noch einen Fragebogen an oder ein Quiz oder dergleichen. Also da schauen wir schon, dass wir da noch mit eher Portfolio Assessment unterstützen, statt jetzt halt alles zu replizieren, was ja sehr viele Lernmanagementsysteme schon wunderbar können. Gut. Gucken wir noch mal, was gibt's noch an Fragen im Chat? Also ich hatte zwischendurch noch mal die Geschichte gesehen, Datenschutz und sonst was. Das sind natürlich jetzt Sachen, es ist kein Problem, dass jemand sich die Software runterlädt und selber auf einem Webserver betreibt und damit ist es eure eigene Welt. Ein Stichwort, was noch gar nicht gefallen ist, man kann ein Mahara-System mit verschiedenen Mandanten, sage ich mal, betreiben, mit verschiedenen Institutionen. Institutionen ist der Begriff, der in Mahara genutzt wird, wo ich sagen kann, Nutzer sind damit abgegrenzt voneinander und jede Institution hat ihren eigenen Administrator, ihre eigene Nutzerverwaltung, kann auch bestimmen, wer hat da Zugriff und die sind voneinander abgekoppelt. Das heißt, ich könnte jetzt mit einer Gruppe von Schulen oder einer Kommune hingehen und sagen, wir betreiben für mehrere Einrichtungen ein Mahara-System und das Land Baden-Württemberg, das waren ja diejenigen, die euch auch beauftragt hatten, Christina, da nochmal Funktionen mit da reinzubringen, um da die Trennung nochmal sauberer herzustellen. Das ist ja mittlerweile da auch eingeflossen mit hinein. Das heißt, es ist nicht zwingend nötig, dass jeder sein eigenes Mahara betreibt, aber das ist halt möglich. Zwischendurch gab es eine Frage, auf mahara.de habt ihr vielleicht auf der Startseite gesehen, dass es da die Option gibt, sich eigene Institutionen einrichten zu lassen. Da ist ein Antragsformular mit dabei und das ist für bis zu 100 Personen kostenfrei. Das ist, weil die Seite mahara.de betreiben wir, das ist so ein Beispiel, Übungs-, Probungsgeschichte dabei. Und manche probieren das mal für ein paar Tage oder Wochen aus, manche aber auch kontinuierlich und nutzen das. Und wenn es darüber hinausgeht, empfehlen wir dann eine eigene Installation zu betreiben. Könntet ihr sie selber installieren oder könntet auch einen Installations- und Betriebsservice von uns bekommen. Da würde ich euch aber dann bitten, mich einfach mal direkt anzusprechen. Gibt es im Moment da noch Fragen? Habe ich da irgendetwas übersehen? Ich blätter gerade mal so ein bisschen noch durch den Chat durch. Gut, gibt's von euch irgendwelche Beispiele, wo ihr sagt, da hat das bei euch mit dem Mahara-Einsatz so gut geklappt? Da habt ihr so einen eigenen Weg auch gefunden. Da würde ich vielleicht einfach mal von dem einen oder anderen ganz gerne ein Beispiel hören. Wie nutzt ihr Mahara? Wie wird's bei euch angenommen? Was sind vielleicht auch die Startfragestellungen, die da aufgetaucht sind? Vielleicht kann der eine oder andere noch mal schreiben. Ja, Jochen. Machst du dein Mikrofon an, Jochen?
auch Norman, einfach euer Mikrofon anmachen. So, bin ich jetzt zu hören, ja, ne? Ja, bist du. Also ich administriere ja das Mahara, das es für Baden-Württemberg gibt, also für die staatlichen Schulen dort. Und meine Erfahrung ist, dass, oder meine Interpretation dessen, was ich erlebe, ist, dass Mahara ganz dringend gut angebunden werden muss, weil es, sagen wir mal, im Gegensatz zu einem Lernmanagementsystem, mit dem man ja auch gut noch schuladministrative Aufgaben bewältigen kann, eben halt für solche, sagen wir mal, die Dinge, die Lehrer im Allgemeinen als nützliche Arbeitserleichterung empfinden, die nicht in dem Maße verfügt. Und man kann das natürlich trotzdem dort auch installieren, aber es ist einfach dafür nicht gemacht für solche Sachen. Und deswegen braucht es ein vernünftiges pädagogisches Konzept. Und meine Erfahrung ist, wenn man das nicht hat, sondern einfach auf die Anziehungskraft der Software als solche setzt. Früher ist ja mal gesagt worden, Mahara wäre sowas wie das Facebook. Also was im Social Media Facebook ist, das wäre Mahara fürs Lernen. Inzwischen darf man natürlich Facebook nicht mehr sagen, wenn man Schüler begeistern will, weil das interessiert die gar nicht, was Facebook ist. Aber auch wenn man sagt, das ist im Grunde genommen doch nur ein einfacher Webbaukasten mit ein paar Zusatzfunktionen, um das irgendwie Anfängern erstmal deutlich zu machen, um was es überhaupt geht. Wird oft als, sagen wir mal, als zusätzlicher Aufwand empfunden. Und genau die Fragen, die hier im Forum ja auch aufkamen, kann man nicht Mahara irgendwie dann auch dafür benutzen, dass noch zusätzlich folgende Aufgabe mitbewältigt werden kann? Das ist nach meiner Erfahrung der falsche Weg, an Mahara ranzugehen. Aber vielleicht haben andere da andere Erfahrungen. Wolfgang Schindler hat eben ein Beispiel für einen Leistungsnachweis gelinkt. Da auch mal drauf gucken. Jochen, dein Mikrofon funktioniert jetzt. Ja, ich habe den Link von der Studierenden, die den freigegeben hat, als verborgenen Link. Ich habe die Erlaubnis, das weiter zu verwenden. Und ich finde ihn eigentlich sehr interessant, weil er zeigt, was für eine Power eigentlich in der Präsentation und Reflexion liegt, wenn Leute mit Mahara arbeiten und Lust dazu haben und ein Minimum an Web-Affinität haben. Deswegen habe ich den Link jetzt zur Verfügung gestellt. Ich teile das gerade mal für alle. Ne, müsstet ihr jetzt sehen. So, Ralf, jetzt sollte man mich aber hören. Jetzt hört man dich auch, Jochen. Jawohl. Jochen, Ja, ne? es gibt auf diesen Dingern so eine Taste. Steht, glaube ich, irgendwie so ein Mikrofon drauf mit einem Strich durch. Und wenn dieses rot leuchtet, funktioniert es auch nicht. Man müsste das eigentlich auch sehen. Ja, mal ganz kurz. Die Christina und der Ralf kennen die Art und Weise, wie wir Mahara einsetzen. Bei uns ist Mahara die Basis eigentlich des Einstiegs in eine recht umfangreiche Plattform, die nicht nur für die Lehrgänge dient, die bei uns durchgeführt werden. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich von der Bundeswehr komme. Dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Sondern eine Basis ist für lebenslanges Lernen. Das heißt, der Einstieg erfolgt bei uns in Mahara. Und zwar zur Vorbereitung auf Lehrgänge, die anschließend über Single Sign-On in Moodle durchgeführt werden und nach Beendigung der Lehrgänge, der Ralf hat es vorhin angesprochen, haben die Lehrgangsteilnehmer auf diese Kurse keinen Zugriff mehr und befinden sich dann wiederum nach dem Lehrgang in Mahara in Gruppen, bei denen sie entweder durch Ausbilder oder durch Eigeninitiative, was ihr Wissen angeht, auf Stand gehalten werden. Es gibt jede Menge Lehrgänge bei uns, die auch auf zivilen Grundlagen basieren, Unfallvertrauensperson, Unfallschutz, Brandschutz etc. pp. Und so wird bei uns Mahara in der Funktion genutzt. Das Portfolio wird so ein bisschen missbraucht. Christina wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen, indem wir aus Ansichten und Sammlungen oder Seiten und Sammlungen mehr oder weniger auch Inhalte zum Anlernen zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt in den Gruppen ja die Möglichkeit, direkt in den Gruppen was zu erstellen. Der Nachteil, wenn ich das als Person erstelle, ist so in dem Maße, wie wir es benutzen, wäre halt, gibt es einen Jochen nimmer, dann sind auch die Inhalte weg.
Und so lassen wir unsere Nutzer das in den Gruppen erstellen, Dateien hochladen, Seiten bauen, diese Seiten in Ansichten generieren, etc. pp. Das war es jetzt mal so ganz auf die Schnelle. Müssten wir jetzt gerade was sehen, oder? Nein, nein, das habe ich geteilt. Ich hab nicht geteilt. Sorry. Nee, Andreas, ich kann leider nichts zeigen, weil diese Sachen nicht für öffentliche Zugriffe bestimmt sind. Nee, dann, ich habe es dann missverstanden. Ich habe gedacht, du würdest jetzt was beschreiben und habe gedacht, hä, was, also alles gut. Ja. Okay. Aber das, was Jochen beschreibt, ist, man kann es wirklich auch umdrehen. Also der häufigste Fall ist Lernplattform und von dort aus nach Mahara. Aber ihr zeigt an der Stelle, dass es auch andersrum denkbar ist vom Konzept her. Nämlich zu sagen, ja, der Ort, wo ich permanent bin, ist der Community-Ort. Es ist der Ort des Austausches, es ist der Ort des kontinuierlichen Lernens. Und ein Kurs, ob in der Schule, an der Hochschule, ist meistens zeitlich begrenzt. Und dann macht das ja viel Sinn zu sagen, die Community ist der Brennpunkt, der Ort, wo es zusammenkommt, ne? Und jetzt muss man auch noch mal sagen, das ist bei euch ja keine kleine Umgebung, weil potenziell haben alle Angehörigen der Bundeswehr darauf Zugriff, ne? Ja, also wir haben zurzeit 210.000 Nutzer in einem fürs individuelle Fernlernen skalierten Moodle. Und von dort aus geht es dann tatsächlich in das Mahara und das nennt sich dann der teletutoriell begleitete Anteil. Dort steht dann die Community und von der Community tatsächlich geht es dann rüber in die teletutoriell begleiteten Kurse. Und in Mahara haben wir zurzeit so um die 37.000 aktive Nutzer. Darf ich dazu noch kurz was zwischenfragen? Leg los. Ich würde gerne, also das bedeutet, Ralf hat es eben schon gesagt, das bedeutet also, dass ihr auch tatsächlich lebenslang, also sozusagen berufslebenslang, den Lernenden ein Portfolio bereitstellt. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist tatsächlich so, ja. Ja, das ist natürlich eine super Voraussetzung. Da würde ich versuche gerade irgendwie das auf die Schiene zu bringen für Lehramtsstudierende und sozusagen deren Berufsleben damit zu beginnen. Und da haben wir natürlich ein großes Problem, weil wir nicht die übergreifende Organisation haben, also lebenslang, aber das wäre genau meine Idee. Und wenn es dazu Erfahrungen gibt, dann wäre ich sehr daran interessiert, irgendwie das vielleicht mal irgendwo nachzulesen oder so. Wenn wir da vielleicht in einen Austausch kommen könnten später, das wäre echt toll. Also da würde ich gerne noch ein Problem beisteuern, was wir auch erleben an der Hochschule in München, dass aus Datenschutzgründen die Studierenden ein Vierteljahr, nachdem sie exmatrikuliert sind, ihren Zugang zur Hochschulplattform verlieren. Mahara ist da auf der Hochschulplattform installiert. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt dessen, wieso ich überhaupt zu mahara.de gekommen bin, weil ich nach einem Ort gesucht habe, den ich meinen Studierenden empfehlen kann, wenn sie einen eigenen Mahara-Account beibehalten wollen und die Arbeit, die sie geleistet haben und zu der wir auch motiviert haben, zu sagen, mach das, du kannst deine Dokumente, alle Artefakte kannst du weiterverwenden in einer anderen Ansicht. Das ist eine Zusage, die eigentlich wir nicht einlösen konnten, weil die Plattform wieder aus Datenschutzgründen gespeichert wurde. Darauf haben wir als Hochschullehrer ja überhaupt keinen Einfluss, was die Verwaltung an der Stelle macht. Deswegen, ich habe mahara.de als Ausgang, als Ausfluchtsort oder als Zufluchtsort gesucht und auch gefunden, um ein Angebot zu machen, die eigene Arbeit nicht in die Tonne treten zu müssen, wenn das Studium beendet ist. Er spricht etwas an, was als Frage ganz häufig auftaucht. Wie weit kann ich eigentlich so etwas, was ich in meiner Bildungseinrichtung gemacht habe, irgendwo anders hin mitnehmen? Mahara liefert ja diese Möglichkeit, dass ich die Sachen exportieren kann in einem Format, dass ich in einer anderen Portfolio-Software, die den gleichen Standard unterstützt, wieder reinnehmen kann. Das heißt, ich kann etwas, was ich an der Hochschule oder an der Schule gemacht habe, auf eine andere Plattform mitnehmen. Also Schule, Hochschule und vielleicht anschließend in Betrieb, wenn der da einen Import zulässt.
Und die Frage ist, gibt es dafür so einen öffentlichen Ort? Und ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wenn ein Interesse daran besteht und sich tatsächlich eine Gruppe von Menschen findet, die das mit in die Hand nimmt, sind wir gerne bereit, mahara.de für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Ich muss bloß sagen, wir sind im Moment nicht in der Lage, zeitlich und personell, das alleine selber zu stemmen. Das heißt, wenn sich da eine Gruppe von Interessenten bildet und sagt an der Stelle, wir wollen das da betreiben, können wir uns gerne mal zusammenhocken und sagen, okay, wie können wir das hier mit realisieren? Wir hatten hier für diese Veranstaltung gesagt, wir wollen sie so ein bisschen in zwei Teile splitten. Die erste Stunde ganz grundlegende Einführung in Mahara und ab 20 Uhr das Heft Christina in die Hand geben, damit Christina uns zeigt, was ist eigentlich neu in der aktuellen Version von Mahara. Ihr veröffentlicht zweimal im Jahr, im April und im November, nee, Oktober, ne? Oktober. Genau, neue Versionen. Oktober. Genau, neue Versionen. Wir haben jetzt tatsächlich zur April-Version tatsächlich auch mal die deutsche Oberfläche wieder vollständig übersetzt. Das heißt, dieses deutsch-englische Misch ist raus und du übernimmst jetzt einfach mal das Heft und zeigst uns, was ist denn eigentlich neu in der aktuellen Version. Ich versuche auch ein bisschen ein Auge auf den Chat zu behalten. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie da rein und ich gucke, dass ich darauf auf sie antworten kann. Wie Ralf ja schon gesagt hatte, haben wir jetzt eine neue Version von Mahara herausgebracht, 21.04. Und die erste Zahl steht immer fürs Jahr, also jetzt 2021. Und die zweite Zahl steht für den Monat, in dem wir eine Version herausbringen. Und da gibt es bei uns immer nur zwei Zahlen, die 04 und die 10. Denn wir haben zwei Versionen pro Jahr, die jeweils für 18 Monate unterstützt werden mit Updates, insbesondere mit Sicherheitsupdates. Und danach sollte doch ein Upgrade gemacht werden, weil wir doch häufig recht viele Neuerungen hinzufügen. Und dadurch, dass ihr dann auch die Verbesserungen mit haben könnt. Mahara 21.04 ist für mich, oder da ist für mich so die Tagline ein bisschen Portfolios im organisatorischen Kontext, weil wir doch sehr viele Funktionalitäten hinzufügen konnten, die insbesondere die Arbeit mit größeren lernenden Zahlen ermöglicht. Zum Teil direkt durch eingebaute Funktionalitäten, zum anderen aber auch durch infrastrukturelle Updates, die es erleichtern, solche Effizienzen noch weiter hinzufügen. Und wie jedes Mal haben sehr viele Organisationen und auch Leute an der Veröffentlichung von Mahara teilgenommen. Dadurch, dass ich auf der Südhalbkugel wohne, fange ich doch mal von uns vom Süden an und arbeite mich so zum Norden hin vor. Also wir von Catalyst haben sehr viel wieder mit beigefügt, dadurch, dass wir ja das Projekt managen und auch viele Neuerungen und Veränderungen und technischen Updates herausbringen. Und bei uns in Neuseeland waren dann auch noch drei andere Organisationen mit an Mahara 21.04 beteiligt. Capital & Coast District Health Board, Learning Works und insbesondere Pharmacy Council, die jetzt seit April alle Apotheker auf Mahara haben. Und Apotheker müssen bei uns jedes Jahr zertifiziert werden. Und dieses Jahr machen da alle im ganzen Land ihre Zertifikationsportfolio oder ihre Rezertifikation auf Mahara. Und durch Pharmacy Council sind sehr viele Neuerungen in Mahara mit eingeflossen, die jetzt euch allen zur Verfügung stehen. Und natürlich auch von den anderen sind sehr schöne Neuerungen hinzugekommen. Des Weiteren arbeiten wir auch sehr eng mit Switch in der Schweiz zusammen, die Switch Portfolio haben, was eine
Multi-Tenanted-Instanz von Mahara ist, wo also viele Hochschulen mit auf einer Plattform sind und zusammen mit der ZAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ist auch eine neue Funktionalität hinzugekommen und Switch ist schon seit vielen Jahren aktiv an der Verbesserung von Mahara beteiligt. Nun kommen wir aber auch nach Deutschland und da ist eine riesige neue Funktionalität von der Universität Bremen hinzugekommen für die Submissions und da insbesondere ist die Arbeit von Alex Del Ponte und Professor Dr. Carsten Wolf hervorzuheben, die federführend waren, diese Funktionalität zu konzeptionieren, zu pilotieren an der Uni Bremen und dann auch euch über Mahara mit zur Verfügung zu stellen. Ralf hatte ja schon ganz kurz gesagt gehabt, dass er für die Übersetzung zuständig ist und dies diesmal wieder aufgeneuert hat für Mahara 2104. Und das ist eine enorme Arbeit und da geht auch ganz, ganz großer Dank an ihn, dass er das gemacht hat, denn das bietet euch ja die Möglichkeit, dann die komplette Oberfläche von Mahara auf Deutsch vorzufinden, was aber auch bedeutet, dass ihr dann trotzdem noch weitere Anpassungen vornehmen könnt. Denn das Schöne ist ja an der Open-Source-Software, dass alle möglichen Änderungen gemacht werden können, so dass wenn jetzt jemand doch nicht Seite sagen möchte, sondern Ansicht für eine Page, dann könnt ihr das lokal bei euch ändern, sodass es dann auch nicht immer überschrieben wird, wenn das neue Sprachpaket von Mahara heruntergeladen wird. Da gibt es ganz schöne Möglichkeiten, da auch die Sprache wirklich anzupassen, wenn jetzt bestimmte Begriffe bei euch nicht verwendet werden an der Institution oder wenn da vielleicht jetzt jemand an der Uni nicht unbedingt mit Freunden arbeiten möchte, sondern eher mit Kontakten, dann kann das alles geändert werden. Was natürlich bei proprietären Softwarepaketen, wie wir vorhin angesprochen hatten, ja nicht so möglich ist, denn da habt ihr ja nur das, was kommt und könnt aber nichts dran verändern. Viele Neuerungen und Verbesserungen sind hinzugekommen in Mahara 2104. Was ich jetzt aber machen möchte mit euch, ist euch einfach einmal ein paar dieser zu zeigen und da euch wirklich auch durch einen Workflow mit durchzunehmen oder einen Workflow durchzulaufen, da wo ihr dann ganz viele dieser Neuerungen sehen könnt und für diejenigen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit Mahara, dann auch etwas besser sehen, wie das aussehen könnte. Ich bin jetzt als Administratorin eingeloggt auf meine Mahara-Seite oder meine Mahara-Instanz und dadurch, dass ich an einer Institution arbeite, wo ich doch ein Portfolio-Vorlage anlegen möchte, dadurch, dass ganz viele Studierende oder auch Mitarbeiter darauf zugreifen sollen, habe ich jetzt mal eine ganz kleine Vorlage angelegt und verwende hierbei den Portfolio-Abschluss, wie er auf Deutsch heißt. Im Englischen haben wir ihn Portfolio Completion genannt. Und diese Seite, wie ihr sie hier seht, gibt es im Prinzip schon seit ein paar Versionen von Mahara, mindestens zwei. Aber wir haben da noch viel mehr hinzugefügt. Da komme ich dann aber gleich noch zurück. Und diese Ansicht ist im Prinzip so eine Art Dashboard für das Portfolio. Und da habe ich insgesamt im Moment zwei Ansichten drin. Und diese Ansichten sind auch als Templates angelegt, wo ich dann halt meine Anweisungen habe, kann dann direkt Arbeitsaufträge, Aufgabenbeschreibungen hier in die Portfolioansicht aufnehmen, damit die Lernenden nicht auf eine Lernplattform umsteigen müssen oder eine PDF-Datei herausholen müssen dergleichen, sondern alles wirklich bei sich vorliegen haben. Anweisungen können auch direkt an Textboxes, an Textblocking gegeben werden.
Das ist jetzt auch nichts Neues. Das gab es jetzt auch schon für mindestens zwei Versionen. Und was auch noch ganz schön ist, ist, dass wenn man den Detailmodus einstellt, dann können Textblöcke direkt hier von der Ansicht aus bearbeitet werden, ohne dass jetzt Lernende aus Versehen einen Block löschen oder einen Block auf eine andere Stelle verziehen und ihn dann vielleicht nicht wiederfinden können. So, bisher war es dann eben notwendig, damit man sagen kann, das ist ein Template, dass man dann in die Einstellungen von einer Ansicht ging und dann unter Erweitert können die Anweisungen eingetragen werden. Und man konnte auch das Entfernen von Blöcken verhindern. Das heißt also, dass dann kein Löschenknopf da war. Und es ist auch möglich, da einfach zu sagen, dass diese Ansicht ein Template ist. Nun, bei zwei Ansichten mag das ja recht einfach sein, dass man das da in die Settings von jeder Ansicht hineingeht. Aber wenn man dann doch so 20 oder 26 oder noch mehr Ansichten in einem Portfolio hat, ist das dann doch schon etwas arbeitsaufwendig. Von daher ist es jetzt möglich seit dieser Version, dass man, wenn man eine Sammlung hat, kann man direkt an der Sammlung sagen, das soll ein Template sein. Und wenn das eingestellt wird, dann werden diese zwei Settings auf einer Ansicht automatisch geändert, so dass automatisch dann jede Ansicht, die schon in einer Sammlung ist oder in eine Sammlung eingefügt wird, wird automatisch als Template gekennzeichnet und auch Blöcke können nicht entfernt werden. Wobei das Blöcke entfernen, diese Funktionalität kann wieder zurückgesetzt werden, denn manchmal ist es ja schon wichtig, dass man was löschen kann. Aber ein Template, das kann nicht herausgenommen werden. Eine zweite Neuerung ist auch, dass man sagen kann, die aktuelle Vorlage, also das Template hier, wird automatisch kopiert. Was das macht dann, ist, dass automatisch das Portfolio mit der Institution geteilt wird und auch automatisch das Kopieren erlaubt wurde und auch die Kopie für neue Mitglieder der Institution eingeschaltet wird. Das kann definitiv auch weiterhin separat gehandhabt werden. Wir haben diese Funktionalität allerdings schon mit in Mahara eingefügt, denn sie kann dann, wenn man das weiterdenkt, noch mit dafür verwendet werden, wenn jetzt eben zum Beispiel bei einem Zertifikationsportfolio das neue Zertifikationsjahr heranrollt, kann dann automatisch diese Funktionalität verwendet werden, um Portfolios in die Accounts von Mitarbeitern hineingelegt werden, dass diese Vorlage oder eine neue Vorlage wieder in die Accounts von Mitarbeitern hineingelegt wird, sodass sie das nicht selber kopieren müssen. Wir nehmen also ganz viele dieser manuellen Schritte heraus und bestimmte Dinge eben, wie gesagt, da braucht es dann an der eigenen Institution noch etwas Entwicklungsarbeit, weil das im Moment alles hardcoded ist, also nicht über ein Administrationsfeld geregelt werden kann, dadurch, dass da ganz häufig ganz viele Regelungen drin sind. Also wer kann jetzt ein Portfolio bekommen, wer kann keins bekommen, wann kann das neue Portfolio angelegt werden und dergleichen. Wenn jetzt auch Portfolios in Massen kopiert werden, zum Beispiel wenn jetzt eine CSV-Datei genommen wird und neue Accounts angelegt werden, dann wird so ein Portfolio hier für eine Institutionsvorlage nicht automatisch sofort kopiert, sondern per Cronjob, sodass man dann auch besser regeln kann, wie viele Ressourcen vom Kopieren mit in Anspruch genommen werden. Jetzt bin ich aber noch mal in meiner Ansicht hier drin und kann euch das zeigen, dass jetzt eben, wenn ich auf Erweitert gehe
ohne dass sich hier vorher was geändert hatte, das Entfernen von Blöcken verhindert wird. Und auch Template steht auf Ja. Das Ja ist ausgegraut, das kann ich also nicht ändern, aber wenn ich dann doch wieder Blöcke entfernen möchte, kann ich das auf alle Fälle zurücksetzen und dann auch die Lernenden können das selber machen. So, zu den Ansichten, da ist auch noch ganz wichtig zu sagen, wenn jetzt eine Seite als Vorlage deklariert wurde, dann können die Anweisungen in einer Kopie dieser Seite nicht geändert werden. Das macht sich also insbesondere dann ganz gut für Evaluationen und Assessments, wo Studierende ja nicht diese Dinge ändern sollten. Jetzt möchte ich doch noch auf diese erste Seite wieder zurückkommen, die Portfolio Completion, den Portfolioabschluss. Denn da habe ich jetzt meine zwei Ansichten und ganz neu hinzugekommen ist da auch das Info-Icon, wo ich dann die Seitenbeschreibung sehen kann, um da schnell darauf Zugriff zu haben. Denn die Seitenbeschreibung ist jetzt nicht mehr auf einer Seite zu sehen, dadurch, dass wir sie mehr als Metadaten ansehen, als dass jetzt andere Inhalte, die auf einer Ansicht direkt im Inhaltsfeld zu sehen sein sollten, mit anzeigen. Ganz neu hinzugekommen ist auch, dass man da jetzt zwei der Bearbeitungs-Buttons hat, nämlich einmal kann man die Ansicht bearbeiten, diese Portfolio-Abschlussseite, und man kann auch direkt über die drei Punkte, die weitere Optionen, das Portfolio kopieren, ganz neu auch den Zugriff verwalten oder auch drucken. Also Zugriff verwalten ist jetzt auch viel einfacher zugänglich gemacht. Man muss jetzt nicht erst in den Bearbeitungsmodus hineingehen und kann erst dann den Edit Access Bereich erreichen, sondern kann das auch direkt von hier aus machen und dann das ganz einfach zu handhaben. Wenn ich jetzt diese Seite bearbeiten möchte, kann ich den oberen Teil nicht bearbeiten, also wo die Information zu den Seiten steht, die jetzt in dem Portfolio drin sind, die können nicht bearbeitet werden, aber ich kann neue Inhalte auf dieser Seite hinzufügen. Und da haben wir einen ganz neuen Block angelegt und erstellt, nämlich den der Portfolioprüfung. Denn was wir häufig gesehen hatten, ist, dass viele Leute doch eine allgemeine Bewertung für ein Portfolio verwenden möchten. Und bisher hatten wir ja nur die Möglichkeit, Kommentare auf Ansichten zu haben oder an einzelnen Artefakten, aber jetzt nicht eine überragende Bewertung auf einer Extra-Seite stehen zu haben. Und das ist jetzt aber möglich. Und da kann ich dann auch sagen, das ist jetzt ein primäres Statement. Da wird das dann farblich nochmal abgesetzt. Und dann kann ich meinen Text schreiben für das Statement. Und dieser Block ist ganz, ganz komplex und kann ganz flexibel gehandhabt werden. Nämlich, dass man dann auch sagen kann, der Name des Bewerteten soll angezeigt werden. Ich möchte ihn nur einer bestimmten Rolle zur Verfügung stellen, sodass eben ein Lernender dann sagen muss, okay, das ist jetzt ein Bewertender, der da nur darauf Zugriff hat und nicht jeder andere, der sonst noch auf das Portfolio zugreifen kann. Ich könnte auch sagen, dass nur ab einem bestimmten Datum so ein Statement bestätigt werden kann und auch, dass das Portfolio gesperrt wird, wenn jetzt mein Statement gemacht wurde. Dann auch, dass die Verfasserin benachrichtigt wird, also die Portfolioautorin. Und dann,
falls ich jetzt doch meine Bewertung zu früh gemacht hatte, kann ich auch sagen, dass, oder kann ich auch beim Site-Administrator oder Institutionsadministrator und anderen Rollen, die hier zur Verfügung stehen, das nachfragen kann. Speichere ich und seht ihr, ist der Block jetzt in so gelb-orange dargestellt und ich lege noch einen zweiten da drauf, wo ich jetzt mal eine andere Einstellung habe, nämlich eine Audit. Und da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich nur einen Kommentar hinzufügen möchte und den Namen des Bewertenden nicht anzeigen will. Der Einfachheit halber gebe ich jetzt aber die gleiche Rolle und kann dann auch die Verfasserin benachrichtigen und dann auch Site-Administratorin die Möglichkeit geben, das zurückzusetzen. Setze das nach unten und habe dann eine zweite Möglichkeit. Und das ist dann eben alles auf der Portfolio-Abschlussseite zu sehen. Da habe ich jetzt also nicht nur die Liste der Portfolio-Seiten, die enthalten sind, sondern kann hier auch ein überreichendes, eine überreichende Bewertung machen. Und das wäre dann zum Beispiel, könnte dann zum Beispiel in die in das Submissions Management mit eingebunden werden, Alex. Denn im Moment habt ihr ja das Kommentare auf der ersten Seite stehen, die dann damit reingezogen werden. Aber so könnte man das ja gestalten, dass die von dieser Ansicht mitgenommen werden, solltet ihr mit der Portfolio-Completion-Ansicht arbeiten wollen. Okay, das war jetzt die Site-Administratorin. Jetzt bin ich eine Lernende, die das Portfolio ist freigegeben für die komplette Institution. Und ich sehe das dann auch bei mir in den neuesten Änderungen anschauen. Was ich aber machen kann, und das könnte zum Beispiel eben auf der Administrationsebene gemacht werden, bevor Lernende überhaupt Zugriff oder einen Account haben, ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, in dem Blog die neuesten Änderungen anschauen. Habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, was per Default angezeigt werden soll. Normalerweise steht da eben nur Ansichten, die für mich freigegeben sind, für meine Kontakte oder meine Gruppen. Ich hatte jetzt aber eben auch schon meine Institutionen mit angezeigt, damit ich eben sehen kann, wenn jetzt eine Vorlage für mich freigegeben wurde. Dass wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist ganz toll, aber wir haben ja schon so viele Accounts bei uns auf der Seite mit drauf, dann kann das über eine SQL-Abfrage gehandhabt werden, dass da die Einstellungen umgeändert werden, sodass eben zum Beispiel nur die oberen drei da sind, sodass dann Lernende nicht erschrocken sind, wenn sie doch von ganz wildfremden Leuten da Portfolios sehen, wie das natürlich sein kann, wenn man da auf Registered People oder die Portfolios öffentlich hat, erscheinen diese ja hier. Und damit könnte das dann schon etwas geregelt werden, dass das dass da eigentlich nur erstmal Portfolios stehen von Leuten, von denen sie wissen, dass sie Zugriff haben. Hier habe ich also jetzt mein Zertifikationsportfolio. Und eine Frage im Chat ist, kann ich Portfolio Completion Smart Evidence in dieselbe Sammlung anbinden? Ja, das geht. Die Portfolio Completion ist immer die erste Ansicht und Smart Evidence wird dann die zweite Ansicht sein. Jetzt habe ich hier das Portfolio und kann das kopieren und dadurch, dass die Portfolio-Abschlussseite keine eigenständige Seite ist, wird da automatisch die komplette Sammlung kopiert. Und ihr seht hier auch, dass da automatisch dann der Name des der Portfolio-Autorin an den Anfang gestellt wird. Natürlich könnt ihr das ändern und den Namen herausnehmen, wenn das manuell kopiert wird. Wir haben den Namen aber hinzugefügt, denn
Wir arbeiten mit sehr vielen oder mit einigen Organisationen, die jetzt halt Vorlagen verwenden. Und da gibt es häufig die erste Anweisung: benennt euer Portfolio um, setzt euren Namen an den Anfang, damit das einfacher ist für einen, der die Portfolios bewertet, schnell zu sehen, wem das Portfolio gehört, auch wenn das jetzt in der Liste steht, wo der Name vielleicht nicht unbedingt mitzusehen ist. Sonst kann ich das alles so lassen. Habe halt meine zwei Ansichten mit kopiert bekommen und gebe jetzt auch gleich das Portfolio meinem Bewerter frei, der dann auch die Bewerterrolle bekommt in diesem Fall. Wobei ich auch sagen muss, den Portfolio Review Blog kann man auch mit anderen Rollen verwenden. Das muss nicht der Bewerter sein. Bestimmte Dinge im Report werden allerdings nur über den Bewerter angezeigt. Jetzt habe ich als Portfolioautorin mein Portfolio, die Kopie, und sehe jetzt nicht den Editier-Button, weil dieses Portfolio jetzt eine Kopie von einer Vorlage ist. Und von einer Vorlage sollen jetzt die Blöcke, die auf der Portfolio-Abschlussseite sind, nicht verändert werden können. Und ihr seht sie hier im Moment auch überhaupt nicht. Das kommt daher zustande, dass diese Blöcke für eine Portfolioautorin nur sichtbar werden, wenn sie ausgefüllt worden sind. Denn so kann ein Portfolio auch für eine Audit oder Moderation vorbereitet werden, ohne dass jetzt Lernende ständig sehen, da ist ja noch ein Block drauf und wird jetzt mein Portfolio für die Audit verwendet oder nicht. Und daher haben wir gesagt, dadurch, dass wir so viel Flexibilität in den Portfolio-Review-Block reingesetzt haben, dass wir nur ausgefüllte Blöcke anzeigen, damit da nicht Verwirrung entsteht, wenn jetzt eben Blöcke drauf sind, die vielleicht 99% der Leute überhaupt nicht tangieren müssen, dadurch, dass sie nicht für eine Audit ausgewählt werden, aber die anderen den Block drauf brauchen, damit er ausgefüllt werden kann. Jetzt mache ich mal kurz meine Abnahme für zwei dieser Kompetenzen. Das ist auch schon Funktionalität, die es in Mahara vorher schon gab. Und ich logge mich jetzt als Bewerter ein. Und kann jetzt das Portfolio, das Zertifikationsportfolio von der Polly sehen. Da ich der Bewerter bin, sehe ich auch die zwei Bewertungsblöcke, die ich hier habe. Denn der Einfachheit halber hatte ich ja die Audit auch für diesen Bewerter mit freigegeben. Kann jetzt den Tick hier setzen für die allgemeine Bewertung und auch einen Audit-Kommentar hinzufügen. Und den Kommentar, den kann ich als Entwurf speichern, sodass ich ständig Kommentare hinzufüge, ohne dass jetzt die Portfolioautorin davon weiß, solange ich noch durch das Portfolio hindurchgehe. Nun kann ich ein paar dieser Informationen auch in den freigegebenen Seiten mit ansehen. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr Information zu der Portfolio Completion hinzugefügt, sodass man dann eben für das Zertifikationsportfolio zum Beispiel sehen kann, dass das zu 67% komplettiert wurde. Die Überprüfung kann ich noch machen und ich kann auch meinen eigenen Zugriff von Portfolios entfernen. Das ist auch was ganz Neues. Das ist jetzt nicht nur für die Portfolio Completion gedacht, sondern generell, wenn jetzt ein Portfolio mit mir persönlich geteilt wurde, kann ich meinen Zugriff wegnehmen. Wenn das Portfolio jetzt aber über
registrierte Nutzer öffentlich im WWW oder meine Institutionen oder meine Gruppen geteilt wurde, dann kann ich es nicht wegnehmen, denn dann ist die, dann ist es eine größere Gruppe. Aber wenn es persönlich mit mir geteilt wurde, kann ich das, kann ich meinen Zugriff entfernen, schicke dann auch eine Nachricht an den Portfolioautor, sodass sie wissen, dass ich das entfernt hatte, und sehe dann diese Ansicht oder dieses komplette Portfolio nicht mehr, habe aber eben auch keinen Zugriff mehr drauf. Um jetzt wieder auf das Zertifikationsportfolio zurückzukommen, wenn ich hier die Überprüfung vornehme, wird dann nicht automatisch der Tick gesetzt, sondern ich werde zu der Überblicksansicht zurückgeführt, damit ich auch sicherstellen kann, ja, das ist das richtige Portfolio und das ist das Statement, welches ich auch bestätigen möchte. Und in dem Fall hier wird das Portfolio gesperrt, weil ich das im Template mit angelegt hatte. Und da gehe ich dann auf Weiter. Gehe ich auf Weiter. So, jetzt wird der Name auch angezeigt und wann ich das gemacht hatte in der Zukunft. Und wenn ich jetzt die Audit veröffentliche, dann steht da kein Name dabei. Also so kann man dann auch ganz gut anonymes Feedback zum Beispiel von einem Auditor dann mit aufnehmen. Nun, wenn ich zu frühzeitig das, meine Bewertung abgegeben hatte, kann ich die zurücksetzen lassen. Nämlich von einem Site-Administrator kann ich das beantragen, gebe dann noch einen Grund dafür mit an und dann wird er abgeschickt. Wenn ich mittlerweile mich aber als Studierende einlogge und mein Portfolio anschaue, dann sehe ich die Bewertung, die ich auch per E-Mail-Notifikation erhalten habe, und auch die Audit. Wenn ich jetzt auf eine direkte Ansicht in dem Portfolio gehe, habe ich nicht mehr den Editier-Button, dadurch, dass das Portfolio gesperrt wurde vom Editieren, so dass ich keine Veränderungen mehr dran vornehmen kann. Das waren jetzt ganz, ganz große neue Funktionalitäten im Hinblick auf das Portfolio editieren und insbesondere mit Hinblick auf das Erstellen und die Nutzung von Vorlagen. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist die Möglichkeit des Submission Managements, welches von der Uni Bremen mit beigesteuert wurde. Das ist eine Neuerung in Gruppen und hier bin ich in einer Gruppe drin, wo ich Administratorin bin, und wenn jetzt Submissions, also Einreichungen erlaubt sind in der Gruppe, wird automatisch auch ein Einreichungsknopf zur Verfügung gestellt, wo alle die Portfolios einreichen können und die Portfolios, die sie bisher schon eingereicht haben, aufgelistet sind. Diese Tabelle ermöglicht euch ganz viele, viele Neuerungen, die es in Mahara vorher noch nicht gab. Nämlich können jetzt Bewerte hinzugefügt werden zu Portfolios. Das können also Gruppenadministratoren oder Gruppentutoren sein. Und die können dann auch über einen Schnellauswahlfilter reduziert werden, sodass ich dann zum Beispiel nur den Bewerter Josh sehe und schauen kann, welche Portfolios er zu bewerten hat und wie der Status der Bewertung ist. Ich kann auch ein Feedback direkt sehen, wenn der Bewerter das auf der ersten Seite eingefügt hatte.
Dann wird das auch gleich hiermit in der Tabelle angezeigt. Und ich habe auch direkten Zugriff auf Portfolios, die noch nicht freigegeben worden sind. Und dadurch, dass ich Gruppenadministrator bin, hier in dieser Gruppe kann ich auf alle zugreifen, auch wenn ich jetzt nicht der eigentliche Bewerter bin. Und wie gehabt, kann dann die Sammlung wieder freigestellt werden. Neu hinzugekommen ist aber auch das Ergebnis, was dann in der Tabelle mit angegeben wird. Wenn jetzt in der Gruppe auch das Portfolio archiviert werden kann und die Archivierung stattgefunden hat, dann kann sie hiermit über, dann ist der Link nicht mehr auf das Portfolio an sich, auf die Live-Version, sondern auf das Archiv. Zusätzlich kann man aber in der Gruppe auch noch hat man auch noch die Möglichkeit, dass man einen direkten Archivierungsreport ansehen kann, der vorher nur Site-Administratoren zur Verfügung stand, wo man dann auch ganz gut diese Archivierungen einzeln herunterladen kann und auch das in einer CSV-Datei hat, sodass man genau weiß, wo auf dem Server dieses Archiv liegt. Das sind jetzt Funktionalitäten, die es in dem Submissions Management Screen noch nicht gibt. Da lädt man also direkt das Portfolio herunter und sieht aber nicht, wo auf dem Server die Datei ist und wie die Datei heißt. Was hier ganz, ganz gut ist an dem Screen ist, dass ihr, was ihr hier auf dem Bildschirm seht, diese Tabelle kann dann als CSV-Datei oder als PDF exportiert werden. Und wenn ihr weitere Spalten hinzufügt oder wegnehmt, dann werden auch nur diese Angaben in CSV oder als PDF gespeichert. Man kann auch eine Volltextsuche vornehmen über alles, was in der Tabelle vorhanden ist. Also zum Beispiel nach einem Namen suchen oder nach einem Portfolio, und das kann auch ein Bewerter sein, nach einem Portfolio. Und da werden immer die Schnellauswahlfilter auch mit einbezogen, sodass man dann ganz gut auch die Auswahl oder die Portfolios, die angezeigt werden, auf die fokussieren kann, ohne jetzt immer alles zu sehen. Also das ist ganz neue Funktionalität, die von Alex Del Ponte entwickelt wurde an der Uni Bremen und dann auch in den Kursen von Carsten Wolf pilotiert wurden. Schon, ich glaube, mindestens seit einem Jahr oder so, Alex. Bestimmt wahrscheinlich sogar länger. Zwei Jahre nehme ich jetzt mal an, denn wir hatten uns ja das letzte Mal im November 2019 gesehen. Und diese Funktionalität ist ein sehr guter Schritt für Organisationen, die jetzt nicht mit einem Lern- oder die jetzt die Portfolios nicht an ein Lernmanagementsystem weitergeben, sondern die Einreichungen direkt in Mahara machen. Wenn ihr Moodle habt oder auch Totara, dann verwendet ihr ja häufig das Mahara Assignment Submission Plugin, was mittlerweile auch für LTI und Web Services zur Verfügung steht, wo dann auch die Ansichten oder die Portfolios generell archiviert werden können und das Archiv auf dem Mahara Server abgelegt wird. Wer jetzt aber eben diese Anbindung nicht haben möchte oder nicht zur Verfügung stehen hat, dadurch, dass ein anderes Lernmanagementsystem verwendet wird, dann kann hier direkt in der Gruppe können die Einreichungen vorgenommen werden und das auch mit einer sehr, sehr großen Anzahl von Studierenden.
Wenn ich mich recht entsinne, sind die Kurse an der Uni Bremen so, haben die so 300 bis 400 Studierende, die mit Portfolios arbeiten. Da ist es dann schon etwas komplizierter mit der vorherigen Einreichungsmethode zu arbeiten, wo dann die Einreichungen hier alle nur Einreichungen für die Gruppe auf der Gruppenhomepage angezeigt wurden. Und dann natürlich sehr, sehr viele Seiten da durchgeblättert werden musste, bis man zur 400. Einreichung gekommen ist. Von daher ist der Einreichungsbildschirm sehr komfortabel, um schnell auf bestimmte Portfolios zurückgreifen zu können, deren Status zu überprüfen und auch ganz einfach zu sehen, wo die Studierenden im Moment sind. Das waren so die großen, ganz, ganz großen Neuerungen in Mahara 2104. Es sind auch noch ein paar andere kleinere Neuerungen hinzugekommen, die ihr auch im Manual mitfinden werdet. Ich bin noch daran, die letzten Änderungen mit einzubringen. Und ihr könnt gern diese neueste Version herunterladen und auch installieren. Einen Link dazu gibt es unter mahada.org, um das dann auch selber auszuprobieren oder bestimmte Funktionalitäten, die jetzt keinen Site-Administrator-Zugang benötigen, könnt ihr natürlich auch gern auf der demo.mahada.org euch gern anschauen. Da bleibt uns jetzt noch Zeit für Fragen. Ich muss auch noch mal ganz kurz in den Chat reinschauen, ob ich etwa einen Kommentar oder eine Frage übersehen hatte. Ganz herzlichen Dank, Christina. Das ist ein toller Überblick gewesen. Auch wenn man, glaube ich, in ein paar Szenarien sich erstmal nochmal eindenken muss, wie die sich denn praktisch umsetzen. Alexander, kannst du vielleicht einfach nochmal ein paar Sätze von eurer praktischen Erfahrung erzählen? Ja, gerne. Könnt mich alle hören? Ja. Ja, die praktische Erfahrung ist gut. Ja, auf den Punkt gebracht. Also es war bei uns am Anfang tatsächlich, also wir haben Mahara gesehen und haben gesagt, Mensch, das ist ein tolles E-Portfolio-System, sehr komfortabel, das möchten wir nutzen, aber hatten, wie Christina ja auch schon gesagt hat, das Problem, dass wir halt so viele Studierenden pro Kurs hatten, dass es sehr unübersichtlich wurde. Also haben wir gesagt, gut, dann konzipieren wir halt erstmal ein Plugin, das es ermöglicht, komfortabel letzten Endes den Einreichungsvorgang, den gab es ja schon bei Mahara, dass du eine Gruppe als Studierender halt eben ein Portfolio, als Assessment-Portfolio einreichen konntest. Und das haben wir dann halt eben aufgebaut und haben gesagt, gut, wir machen da eine ganz, ganz komfortable große Tabelle draus. Und wenn wir schon dabei sind, dann reichern wir das Ganze halt eben noch an mit der Möglichkeit, sowohl einen Assessor dazuzufügen. Das ist also mehr so organisatorisches, dass man innerhalb der Gruppe, zum Beispiel, wenn man mehrere Tutoren hat, dass der Dozierende oder die Dozierende dann sagen kann, okay, der Tutor oder die Tutorin ist für das Portfolio als Assessor zuständig. Ich mache die hier, also dass man das auch in der Gruppe nochmal organisieren kann. Und dann halt auch eben Stati an die Portfolii oder Portfolios dranhängen kann, dass man sagt, okay, das ist jetzt bestanden und wir wollten das ganz einfach halten, wirklich nur bestanden oder bitte nochmal vorlegen oder halt eben ist nicht bestanden, da ist Hopfen und Malz verloren, da ist nichts mehr zu retten. Also diese drei Stati letzten Endes, dass wir die auch an das Portfolio dran heften können. Und natürlich wichtig, die Gesamtbewertung, und das hat Christina jetzt auch schon gesagt, zur damaligen Zeit gab es halt eben noch nicht diese neue Möglichkeit, halt eben ein Portfolio als Ganzes mit einem Kommentar zu versehen.
Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, gut, dann wird auf die erste Seite von dem Portfolio unten, das ist auch gleichzeitig der letzte Kommentar für diese erste Portfolio-Seite, ist halt eben die Gesamtbewertung für dieses Portfolio. Und das übernehmen wir dann auch, wenn das Portfolio wieder freigegeben wird, eben in die Tabelle. Christina macht das ganz toll, genau, als Rückmeldung da unten. Sieht man es auch gerade. Ja, und das wurde von den Dozierenden auch sehr, sehr positiv aufgenommen und wird jetzt schon seit 2 Jahren sehr erfolgreich eingesetzt. Es gibt noch ein paar nette Sachen zu den Tabellen zu sagen. Also man kann auch zum Beispiel die Spaltenreihenfolge verändern, indem man einfach in den Spaltenheader klickt und dann die Spalte dahin zieht, wo man sie gerne hätte. Also es gibt noch ein paar nette kleine Sachen, die da müssen wir jetzt aber nicht drauf eingehen. Aber das als Programmierer gibt mir natürlich Wert auf solche kleine Spielereien dann auch noch. Ja, soweit vielleicht von meiner Seite dazu. Wunderbar, danke dir. Gerne. Ja, Frage noch von eurer Seite zu den neuen Funktionen. Und nehmt auch ganz das Mikrofon nicht in die Hand, aber eher in den Knopf und fragt eure Frage. Vielleicht noch einen ganz kleinen Zusatz dazu. Wir hatten noch ein anderes Plugin oder erweitert von Mahara, und zwar das Plans-Plugin. Da fällt mir gerade noch ein. Und im Plans-Plugin, wir haben diese beiden Plugins praktisch miteinander zu einem großen Workflow halt eben zusammengefügt. Und zwar kann man bei den Plänen halt eben den Studierenden Aufgaben geben. Und an die Aufgaben kann man halt eben schon gleich Portfolios dranhängen. Zum Beispiel ein Portfolio könnte man dranhängen als reines Informationsportfolio, wo man den Studierenden halt eine Aufgabenstellung mitgibt zu dieser Aufgabe plus Material, Literaturlisten oder Filme, wie auch immer. Also ein eigenes Portfolio als Aufgabenstellung dranhängen. Und gleichzeitig hat man bei den Plänen auch die Möglichkeit, halt eben ein Outcome-Portfolio, also ein Ergebnisportfolio anzufügen. Das hat den großen Vorteil, dass man den Studierenden halt eben auch schon sozusagen eine Art Vorgabe als Portfolio geben kann, wie das Portfolio aussehen könnte. Sie können es dann immer noch frei bearbeiten. Das sieht man jetzt gerade, glaube ich, was Christina da macht. Ah, nee, noch nicht. Ja, ich bin gerade dabei, das mal anzulegen. Ah, ich verstehe, okay. Ja, und das Gute an der Sache ist halt, dass den Studierenden halt dadurch viele Sachen abgenommen werden. Die müssen kein eigenes Portfolio erstellen. Man kann denen auch einfach ein leeres Portfolio mitgeben. Das ist kein Problem. Also sie haben dann gleich das Portfolio, müssen das nicht neu erstellen. Und der große Vorteil ist, dass das Portfolio halt eben auch mit dieser Aufgabe selbst assoziiert ist, die in der Gruppe gestellt worden ist. Das heißt, die Studierenden, die können das auch nur in diese eine Gruppe dann einreichen. Und es gibt keine Fehleinreichung mehr. Christina ist jetzt gerade beim Aufgabenportfolio zum Beispiel. Und somit gibt es halt ganz, ganz wenig nur noch, was man eigentlich organisatorisch falsch machen kann bei so einer Geschichte. Das heißt, man hat einen Plan in der Gruppe mit Aufgaben. An die Aufgaben sind Portfolios drangehängt, unter anderem ein Aufgabenportfolio, wo die Studierenden halt unterrichtet werden, wie sie die Aufgabe zu lösen haben, mit Material eventuell, und ein Ergebnisportfolio, in dem die Studierenden dann selbst arbeiten und das auch automatisch bei Abgabe in die Gruppe eingereicht wird. Und das sieht man dann halt eben auch in der Tabelle unter der Aufgabe bei den Submissions, die wir vorhin gesehen haben. Ja, das ist jetzt nun wirklich alles von meiner Seite oder von unserer Seite. Ich danke euch fürs Zuhören.
Danke dir für den Bericht aus eurer Praxis. Ich finde das immer ganz wichtig, wenn sowas deutlich wird, wo es tatsächlich dann mal längerfristig im Einsatz ist und das konzeptionell eingebettet ist. Und irgendjemand hatte das vorhin schon mal gesagt, ganz entscheidend ist, ich habe an der Stelle eine Vorstellung, ich habe ein Konzept davon, wie ich so eine Portfolio-Software einsetzen möchte. Und dann kann ich mit den Tools auch sinnvoll arbeiten. Und man verläuft sich in Software ja so leicht, wenn man eigentlich nicht so ganz genau eine Vorstellung davon hat, wie man damit denn arbeiten möchte. Ja, weitere Fragen von eurer Seite? Ich würde da gerne eine Frage anschließen. Ich unterstütze das, was du gerade gesagt hast, Ralf. Das war, glaube ich, auch ich, der das gesagt hat. Und mir fehlt im Moment auch so ein bisschen das Verständnis dafür, was der Workflow eines Studenten sozusagen ist, um wirklich schätzen zu können, dass das jetzt eine ganz tolle Sache ist. Also ich sehe natürlich die Funktionalität, aber ob das mich jetzt unterstützt oder meine Studenten, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich beurteilen. Was ich aber auf jeden Fall wissen möchte und was jetzt ein bisschen, wo ich jetzt widersprüchliche Informationen bekommen habe, ist das automatische Einreichen. Da war jetzt gerade gesagt worden, es gibt keine Fehleinreichungen mehr. Mir ist nicht ganz klar, es war zumindest früher mal so, wenn man etwas einreichte, ohne die entsprechende Berechtigung vergeben zu haben, dann war das zwar eingereicht, aber derjenige, bei dem es eingereicht war, der konnte es nicht lesen. Hat sich das inzwischen geändert? Also wird da automatisch eine Berechtigung vergeben, wenn etwas eingereicht wird? Oder wie funktioniert das im Moment? Ja, da automatisch, wenn jetzt eine Einreichung gemacht wird, wird das Portfolio nicht mit einer Person oder einer Gruppe geteilt. Also du siehst es dann nicht unter hier unter Teilen von mir freigegeben. Hier haben wir das Lerntagebuch zum Beispiel. Ich bin im falschen Account. Moment. Ich muss mich wieder als jemand anderes einloggen. Eine Einreichung, die geschieht wirklich nur in der Gruppe. Und wie gesagt, Lerntagebuch, da steht, ist das Portfolio nicht mit jemandem geteilt worden, sondern es steht dann über die Einreichung nur den Gruppenadministratoren und den Gruppentutoren zur Verfügung, sodass sie darauf Zugriff haben. Das war schon immer so in Mahara. Und da haben wir jetzt auch nichts dran geändert. Was Alex jetzt gemeint hatte, dass man jetzt fälschlicherweise nichts in einer anderen Gruppe einreichen kann, ist, wenn jetzt wenn jetzt ein Student sagt, lass mich nochmal jemand anderes werden. Wenn ich jetzt hier eine Studentin bin, dann gehe ich in meine Gruppe und wenn jetzt eben die Dozenten einen Plan angelegt haben, wo ich entscheiden kann, welche der Aufgaben ich denn ausfüllen möchte, mache ich jetzt Aufgabe 1, 2, 3 und so weiter, dann kopiere ich jetzt nicht alle diese 5 Aufgaben mit den dazugehörigen Portfolios in meinen persönlichen Bereich. Oder sie werden auch nicht automatisch in meinen persönlichen Bereich kopiert, denn dann habe ich ja ganz, ganz viele Portfolios, die ich nicht ausfüllen werde, sondern ich kann genau spezifisch sagen, okay, ich will jetzt an der Aufgabe 1 arbeiten, wenn ich den Switch da ändere zu Ja, wird das Portfolio dann automatisch in meinen Account kopiert. Ich kann das dann auch direkt hier von der Gruppe aus auf das Lerntagebuch zugreifen. Jetzt bin ich eben nicht auf der Vorlagenseite, sondern auf meiner persönlichen Seite, wo ich auch die Bearbeitungsberechtigungen habe und kann dann die Submission direkt hier natürlich von der Ansicht vornehmen. Alternativ kann ich auch in den Plan zurückgehen und da den Submit-Button drücken, damit dann eben wirklich die Submission in die Gruppe gemacht wird, in der dies geschehen sollte. Das war jetzt eben das, dass man da jetzt nicht aus Versehen die Submission in eine
andere Gruppe macht und dann den anderen Dozenten fragen muss, dass das dann wieder rückgängig gemacht wird, damit man das wieder in die eigentliche Gruppe mit aufnehmen kann. Das ist jetzt schon Funktionalität, die es für ein paar Versionen von Mahara schon gab. Und mit dem Submissions Management Screen, wie Alex schon gesagt hatte, fließt das dann alles mit ineinander hinein, sodass man auch zum Beispiel sehen kann, wenn jetzt eben mit den Plänen gearbeitet wird, dass die Spaltenkonfiguration zum Beispiel auch die Aufgaben enthalten kann, sodass man dann auch ganz gut danach filtern kann, um zu sehen, okay, ich will jetzt nur Portfolios sehen, die jetzt die Aufgabe 1 haben. Da hat jetzt aber schon jemand mit Aufgabe 2 gearbeitet. Da muss ich dann noch die Bewerter zum Beispiel hinzufügen. Vielleicht als kleine Ergänzung dazu noch, dass die Erleichterung für die Studierenden und auch für die Dozierenden besteht halt auch darin, dass halt eben die Studierenden jetzt von den Plänen im Prinzip alles machen, also sozusagen ein Cockpit haben, in dem sie wirklich alles machen können, was mit der Aufgabe zusammenhängt. Das heißt, sie können die Aufgabenstellung sich angucken, sie können die Materialien sich anschauen zur Aufgabe, sie können das Ergebnis der Aufgabe bearbeiten, alles aufrufbar halt eben von den Plänenseiten, und sie können die Einreichung vornehmen. Und für die Dozierenden, und es geschieht gleich in die richtige Gruppe auch. Und die Dozierenden haben den Vorteil, dass sie halt über die Submissions-Tabelle auch wieder ein zentrales Element haben, wo sie alle Einreichungen dieser Gruppe halt managen können, filtern können, sortieren können, wie ihr das auch alle von anderen Tabellen halt kennt. Und auch da die Aufgaben sichten können, die Aufgaben kommentieren können und die Aufgaben bewerten können, mit einem Status versehen können und zurückgeben können. Das war eigentlich so, das waren die Vorteile für den Workflow. Also letztlich wird damit erreicht, dass man das Feedback, und das will man ja immer möglichst schnell geben, dass sozusagen die eingereichten Arbeiten in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden, sodass das Feedback schnell ankommt. Oder habe ich das falsch verstanden? Auch, ja. Aber auch, dass man die Sachen auch schnell erreichen kann und auch eine Übersicht hat, was habe ich denn jetzt eigentlich schon zurückgegeben, was muss ich noch zurückgeben. Also es ist eigentlich auch ein großer organisatorischer Vorteil für die Dozierenden jetzt letzten Endes. Gerade wenn man 400 Einreichungen oder 400 Studierende hat und jeder Studierende vielleicht sogar noch mehrere Aufgaben, dann ist man da schnell über 1000 und da kann es auch sein, dass man da einfach schnell etwas vergisst oder übersieht oder vielleicht etwas falsch zuordnet, aus Versehen zurückgibt. Und je übersichtlicher, je organisierter praktisch, je strukturierter das organisiert ist, desto weniger fehleranfällig ist natürlich die Bearbeitung durch jeden Einzelnen, sowohl auf Studierenden- als auch auf Dozierendenseite. Das war so der Hintergrund, weswegen wir das letzten Endes entwickelt haben. Danke. Ja. Wir haben noch 2 Minuten bis zum Ende der Veranstaltung. Vielen Dank, dass ihr alle noch dabei geblieben seid. Eine Funktionalität wollte ich euch doch noch gern zeigen. Die geht auch ganz schnell und hat mit dem Löschen zu tun. Normalerweise, wenn man jetzt so 9 oder 26 Seiten in der Sammlung hat, musste man ja immer hingehen und die einzeln löschen. Was jetzt aber möglich ist, ist, dass man eine komplette Sammlung löschen kann und alle Ansichten werden da automatisch mitgelöscht. Natürlich bleiben die Artefakte mit bestehen, wie das auch ist, wenn Seiten an sich alleine gelöscht werden. Aber so kann man ganz schnell wieder eine Sammlung loswerden, ohne da ganz lang dran sitzen zu müssen. Und da gebe ich jetzt an Ralf zurück für das Schlusswort. Und dann mache ich mal meinen Bildschirm aus. Das
Herzlichen Dank dir, Christina, für diese tolle Übersicht dabei. Und die Rückmeldungen hast du ja auch, glaube ich, eben schon so mit einem halben Auge mitgekriegt. Da war viel Begeisterung mit dabei. Und ich finde es auch ganz klasse, dass so viele sich jetzt mit eingebracht haben, mit ihren Fragen, mit ihren praktischen Beispielen. Das macht das Ganze lebendig und schön. Dir, Christina, auch nochmal ganz besonderen Dank, weil du so früh aufgestanden bist. Ich hoffe, du kriegst noch eine Tüte Schlaf. Und es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht können wir das ja in einem halben Jahr wiederholen, dann mit der nächsten Version. Genau, dann sind dann auch 12 Stunden Zeitunterschied, dann macht sich das etwas einfacher. Nee, es war aber ganz. Oder wir suchen einen anderen Zeitpunkt. Nee, das passt schon. Es war ganz, ganz toll, euch hier zu haben, und ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, vielleicht sogar im Sommer jetzt ein Upgrade auf 21.04 zu machen, damit ihr alle diese neuen Funktionalitäten selbst ausprobieren könnt. Habt noch einen schönen Abend. Ja. Tschüss. Jo, tschüss an alle.